Moment. Ja, wir kennen die Übung. Es ist ein Dorf. Wir haben Gänge. Wir haben Pikeniere. Und wir können sogar noch Verteidigungssachen aufbauen. Da. Oh lol. Wir könnten uns hier verstecken, wenn ihr wollt. Mach das, Nerdunia. General! Ich mach das jetzt einfach. Natürlich nicht mit der Kavallerie. Eure Befehle, mein Herr. Kavallerie rennt einfach mal weg. Schwere Kavallerie bereit und fertig. Hieken Infanterie zu euren Diensten. Warum geht das nicht? Na gut, komm. Hieken bereit! Eure Befehle! Kommt eine Phalanx! Hikeniere! Kommt eine Phalanx! Ich erwarte eure Befehle! Hieken bereit! Hieken! Hieken bereit! Kommt eine Phalanx! Erwarte Befehle! Formation! Bewegung! Nein, leider kann ich die Ölfässer nirgendwo aufbauen. Dann streichen wir sie raus. Hier habe ich eine Idee. Und zwar, wenn man die aufstellt hier, kommen die Einheiten nicht so gut durch. Wir müssen außen rum dann. Schrei nicht so. Eure Befehle, mein Herr! Bogenschützen! Mob! Die lauten eure Befehle! Hügelmänner! Markanmanterie! Ja. Er hat keine Kavallerie, das heißt, die Krähenfüße muss ich gar nicht erst aufstellen. Und die kriege ich halt wirklich nirgendwo hin. Die Bogenschützen dürfen hier noch an Land gehen. General stelle ich ganz hinten auf. Und let's go. Dürfen wir das eigentlich hinkriegen? Außer er nimmt den Pfad, dann habe ich ein Problem. Wie viele habe ich hier? Wie viele habe ich hier? Zwei. Hm. Ich nehme die Pikeniere mal kurz hier raus. Und schiebe sie mal kurz hier hin, für alle Fälle. Yep, here we go. Okay. Die Geniere erwarten eure Befehle. In nach! Schnell vorrücken! Schnell vorrücken!
Nein, 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 der war schon richtig. Das sind unglaublich gute Bogenschützen. Also die hier sind wahrscheinlich die besten Bogenschützen, die es gibt im Spiel. Ja, na, ihr müsst nicht so weit nach vorne, Jungs. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ich weiß nicht, warum sie sich nicht weiter bewegen und warum es nur so wenige sind, die hier versuchen reinzurennen. Also die hier kriegen die klein. Dass die von der Seite hier noch so. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Sehr mühsam. Ich werde hier hinten reinreiten, sobald die hier sind. Die schicken ihre Truppen nur einzeln rein. Muss klüger. Seht ihr, wie sie hier nur zwischendurch rein können, ne? Und nicht alle aufs Mal. Ich glaube auch, dass er deswegen die Truppen nur vereinzelt schickt, wegen dem Feuer. Prinz Neo, das freut mich doch zu hören, dass ich dir da Tage das versüßen konnte. Danke, Mann. Ja, das ist jetzt natürlich so eine Sache hier. Jetzt bewegt sich nichts mehr. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ich check nicht so ganz, was hier passiert. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Es ist Sklaveninfanterie. Warum sollten sie auch kämpfen? Für was sollten sie kämpfen? Na gut, für ihre Freiheit vielleicht, aber...
Gegen eine gut ausgebildete Armee. Ach komm. Er verliert den Kampf, wenn die Zeit abläuft. Ja, das ist richtig, aber ich habe nicht so viel Zeit. Also 25 Minuten, da muss ich aber eine Ewigkeit warten, bis wir dann finally gewonnen haben, weißt du? Also theoretisch, ja, du hast recht. Ich kann einfach warten, weil er ist der Angreifer. Wenn die Zeit abläuft, habe ich gewonnen. Aber ich habe nicht so viel Geduld jetzt hier. 40 Minuten lang. Gut, wenn ich ins dreifache Geschwindigkeit laufen lasse, ist natürlich weniger, also dreimal weniger. Aber nichtsdestotrotz habe ich da jetzt nicht Bock, diese 10 Minuten, 13 Minuten zu warten, ne? Ich glaube, das ist klar. Aber du hast schon recht, du hast schon recht. Unser Kampf wird böse enden und nicht. Es gibt eine Zeit, wenn Krieger ihr Schwert. Gott sei Dank haben sie es nicht angegriffen. Ich kann meinen Militärkern da hinten behalten. Ein edler Tod, okay. Griechische Familie, Seleukidische Dynastie. Okay. Ja, eins nach dem anderen Spiel bitte. Antiochos der Zweite ist gestorben. So, also. Antiochos der Erste ist tot, sein Sohn hier der Zweite ist gestorben. Seleukos auch im Jahre von 80 Jahren, 80 Jahre, 71 Jahre, ne? Haben lange gelebt. Haben lange gelebt. Kann man sich für die Zeit nicht beklagen. Überhaupt nicht. Oh. Schafsherde. Also ich dachte schon, was ist das? Ein Puma? Aber nein, es ist ein Schaf. So. Gut, let's go. Wir gehen hier hoch. Wir klären den jetzt an den Krieg. Oh, mit wem kann ich nicht handeln? Ah ja, hier ist die Blockade. Die Siedlung wird belagert. Wie macht das Geräusch? So. In die Hauptstadt wieder. Die Elefanten leiden jedes Mal, ne? Im Kampf. In der automatischen Schlacht. Elefanten leiden immer. Immer. So, was haben wir hier Schönes? Alle weiter schießen können. Ich würde fast sagen, dass wir das machen. Unterhalt für Landeinheiten wäre auch nicht schlecht. Wir haben ja langsam so ein bisschen ein Problem mit der. Ja, machen wir den. So. Zack. Das sind die Elefanten, die leiden jedes Mal. Ja, auch hier, wir machen den Unterhalt mal ein bisschen. In den Griff kriegen, so. Warum lässt du die gegnerischen Salten frei? Das ändert doch nichts an der Haltung zu dir. Ja, aber es gibt am meisten Geld. Seid gegrüßt, mein Freund. Ich bin äußerst gespannt auf eure Not. Lösegeld zu verlangen, sie frei zu verlassen, lassen, gibt mehr Geld, als wenn du sie hinrichtest und ihre Sachen klaust. Wir haben von eurer Weisheit. Und ich habe ein weniger schlechtes Gewissen. Ein guter Schweinbraten wartet auf euch. Und noch besseres Bier und Met. Aber erst müssen wir reden. Es ist ganz einfach. Ja, du gibst mir Gold und dann haben wir. Die Geister haben uns zu Vernunft und Einigung geführt. Einigung geführt. Auf dass das Bier unserem Verstand zum Schlafe führt. Ja, super. So, Karthago steckt hier total in der Bredouille. Ihr seid willkommen, aber so willkommen auch wieder nicht. Bleibt stehen.
Götter des Jenseits, verschont mich! Warum stört ihr heute meine Verdauung? Du bist ein Narr, dass du dich nicht unterwirfst. Ein Narr. Versuch Nummer 2. Willkommen! Sprech! Mach schon! Vergeudet keine Zeit! Die besser mit Jagen verbracht! Warte. Ich erwarte eure Befehle! So, Nachtangriff. Wir sneaken einfach schnell in der Nacht die Stadt weg, weil ihr hier außerhalb chillt. Das ist so dumm. Aber naja, hey. Wir hören uns eure Angebote gern an. Unsere jungen Krieger sehnen die Chance herbei, sich zu beweisen. Die Chance. Euer Blut wäscht ihre Jugend fort. Das ist ja gut. Solange es eine Chance gibt, irgendwo ist ja alles gut. Ja gut, die Odrisen wollen nicht, ne? Schade. Also sei es. Ja, weiter geht's. Für Tod und Ehre! Ja, ich verarsche mich doch jetzt. Dann füllen wir das zuerst mal auf hier. Und... Nein, das machen wir nicht. Am Ende verliere ich die Armee nur, weil ich ungeduldig bin. Das machen wir natürlich nicht. Kann es sein, dass mein ganzes Geld meine Finger gleitet? Ja, die beiden Familien mögen mich. Dementsprechend wird es schnell hier keinen Aufstand geben. Ich nehme hier die Elefanten mal raus. Das finanziell zu entlasten. Ich glaube, das wird sonst im Großen und Ganzen einfach zu viel. Zu viel. So, bessere Diplomatie mit allen Fraktionen. Die Hafensiedlungen würde ich eigentlich schon gerne einnehmen. Gutes Geld versprechen. Er greift jetzt ihn an und dann war's das für Karthago. Solltest dich lieber mir unterwerfen, dann kannst du eine Armee aufbauen und wir greifen dann gemeinsam an. Seid ihr mutig? Ich meine nur.
Willkommen! Okay. 109 Nahrung, wir sind erreicht, dreimal ernähren. Ja, ich kann die Gebäude noch nicht upgraden, da bin ich gerade am Forschen. Aber diese Leukiden machen so oder so mit Nahrung auch mehr Geld. Also mit, Das Ding ist, dass diese Leukiden 20% mehr Umsatz machen. Mit Landwirtschaft. Von daher dachte ich mir, komm, baust das einfach mal aus, damit es da mal so richtig schön Geld reingibt. Oder zumindest ein bisschen. Ich höre da hinten eigentlich auch recht viel Kavallerie, die ich eigentlich nicht brauche. So, ja, in 7 Runden kann ich die großen, habe ich die großen Städte. Dann wird mal schön ausgebaut. Unser Kampf. Ich will dann Leder. Das wird dann gehandelt. Alle Herren, Welt, Länder. Edler Tod. Ja, ich stelle dieses Mal um. Wir nehmen hier. Der ist gestorben. Ich belagere da einfach ein bisschen. Ein bisschen belagert zu haben. So. Bin du jetzt bereit? Das, was übrig ist, noch. Und schnell vor. Sprecht ihr schlecht oder langsam? Deine Entscheidung. Ich erwarte weitere Befehle. Ich habe kein Geld, aber hier hast du 5 Mahlzeiten. Ja gut, im alten Ägypten wurde damals mit Bier bezahlt. Okay, ja, das ist nix. Media nimmt das jetzt ein. Eieiei. Leise abgeschlossen. Bereit zum Kampf. Es ist egal, wie sehr er sich bemüht. Selbst wenn er jetzt diesen Hinterhalt macht. Kämpfe ich ihn einfach selber und dann ist gut, hat sich das erledigt. So, let's go. Okay, er rekrutiert hier nach. Kann ich eigentlich. Genau. Und ist das schnell so. Okay. Kommandant, bereit zum Kampf. Ständig leidenden Kriegselefanten. Das kann ich noch nicht umbauen. Ich glaube, die meisten meiner unterworfenen Fraktionen sind sehr zufrieden mit mir. Ja, das ist gut. Sogar Sparta. Sparta dreht gerade völlig durch. 140. Hier mit denen aber noch ein Problem.
die Arbeit, Männer. Okay. Italien wäre eigentlich das nächste Ding, was wir einnehmen müssten. Hat es Karthago überlebt? Oh. Kommt zur Sache. Eure Erscheinung und Ausdünstungen sind mir zuwider. Seid willkommen, Botschaft. Im Namen von Hermes seid ge... Vielleicht finde ich irgendeine Fraktionen, die am Boden sind, die ich dann einfach so... Willkommen. Klick, klick, rüberkriege. Seid ihr Mut... Oh! Dieses Abkommen ist... Schau an. Götter des Jenseits. Jetzt haben wir die Friese hier oben. Ja, die sind fast voll am Ende eigentlich hier, ne? Jetzt weiß ich nur nicht, ob sich die Sueben dann trauen, mir den Krieg zu erklären. Ich bin sicher. Ich versuche da eben einfach so ein paar vereinzelte. Komm, lass mich rauszupicken. Mein Volk hört euch. Die Weltherrschaft. Die Weltherrschaft wäre mal was Nettes. Warum nicht? Warum nicht? Also, die... Dings, die Chimera, ja, die gehen gleich unter, weil Media ihnen die letzte Stadt nimmt. Kappadokien hungert. Wir kommen mit Stärke zu euch, um wo... Ich glaube, meine Schiffe sind super teuer, die ich habe. Unser Kampf. Ich glaube, er wird versuchen, mich anzugreifen. Zurück. Thyrien. Diese Frau hat bewiesen, dass sie durchaus in der Lage ist, die Arbeit im großen Haushalt ihrer Familie zu organisieren. Sie ist ehrgeizig und duldet keine Untätigkeit. Zudem produziert sie das feinste Olivenöl. Wir können sie anheuern. Hallo! Hallo, hallo! Herzlich willkommen bei uns! Wo ist sie denn? Was hat sie denn? Wohlstand durch Landwirtschaft aller Regionen. Wohlstand durch Landwirtschaft aller Regionen. Willkommen in der Familie. Das ist doch gut. So. Ja, Kapitulation steht bevor. Danke dir, aber irgendwie sind die ja schon wieder weg. Ja. Achso, die Chimera sind weg. What? Die hatten doch noch riesige Armeen. Verbänden. Und so. Feinstes Leder. Aber ich glaube, ich habe ein Problem. Habe ich über eine Handelsroute? Ja, warte. Von hier rüber. Dann hier runter. Feinstes Leder. Also, wenn Leder ist, Nils, hallo. Dann hier rüber. So, zack. Und dann bin ich im Reich. Das heißt, ist verbunden.
Also mein Leder kriege ich hier oben drüber, das ist gut. Hätte irgendwo noch was abgerissen, genau. Upsi daisy. Kommt von dieser Insel nicht mehr runter. Zu euren Diensten. Ihr werdet diese Siedlung einnehmen. Sie sollen vor uns niederkauern wie eingesperrte Hunde. In der Stadt können sie was. Außerhalb der Stadt werden sie untergehen. Ich versuche hier noch schnell hinzuschwimmen. Gigantulös, unser Reich. Wahrlich schön, wahrlich schön. Ah, hier kommt er mit der Hauptarmee hin. Machen wir das so. Gehen wir hier. Ich habe den Blick aus der Hölle drauf. Ja, das muss ich, wenn ich hier Anführer bin. Nein, wenn ich konzentriert bin, gucke ich manchmal sehr böse, das stimmt schon. Gerne wissen, wer wie stark ist. Trag eure Anliegen gut und schnell vor. Sprecht ihr. Okay, interessant. Wie viele Runden brauche ich wohl noch, um da ganz hoch zu kommen? Die Ebdani, die haben 2. Komm, lass mich euch reden. Der Tausch von wertlosen Tant ist ohnehin nicht ehrenhaft. Wow. Komm, lass mich euch reden hören. Ich warne euch, Kriecherei und Nettigkeiten bekommen mir nicht gut. Habe ich irgendwo Armeen, die nichts tun, die ich vielleicht irgendwie schieben kann? Im Prinzip steht er gerade hier so ein bisschen. Hallo, ich mache nichts. Haben wir noch zusätzliche Familien gekriegt? Ich glaube, das ist vielleicht das Beste. Indische Familie. Wo hat sich die indische Familie denn niedergelassen? Warum hassen die mich so sehr? Patriot hasst Römer, ja. Machst du eigentlich immer Autoangriffe oder auch manchmal manuelle Angriffe? Manchmal mache ich auch manuelle Angriffe, es kommt ein bisschen drauf an. Also hier oben ist die ägyptische Familie und das hier ist die ägyptische Familie. Die indische Familie sitzt hier hinten und die griechische sitzt hier drin. Ich darf es mir also nicht verscherzen. Weißt du was? Ich mal hier hin.
Das sind die Flotten, die so unverschämt viel kosten. Ja, okay. Nur 3138 plus. Vielleicht auch im Winter. Mein Herr ist gewillt, das Schwert abzulegen. Er. Wie schafft es Kappadokien, dass ihre eigene Nation hungert, obwohl sie inmitten von unserem Reich sind und sie niemand, also sie können bauen, was sie wollen. Sie haben nichts zu befürchten, sie werden komplett geschützt von mir. Und sie schaffen es trotzdem, Misswirtschaft zu betreiben, damit sie hungert. Ach, Kappadokien. Kappadokia, Kappadokia. Ruhm. Okay. Was hat er denn vollbracht? Ein entferntes Familienmitglied zeigt Anzeichen für Größe. Trotz seines Alters ist der Junge ein geborener Anführer. Ihn zum Priester machen? Ach, wir adoptieren den Boy. Aber jetzt dann auch gucken, dass wir bald Familien wieder. Ich Geld. Wir müssen die Wirtschaft wieder umbringen. Geld. So, super. Ein Gebäude gebaut. Schon ist wieder Schluss. Niemand wird entkommen. Viele Runden eigentlich. 3 Runden sind die fertig. Kannst du es da gerne versuchen? Seine Größe liegen? Viel Korruption, ne? Ja, plus 20% Korruption in euren Provinzen. Plus 40% Unterhaltskosten für alle Flotten. Plus 40% Unterhaltskosten für alle Armeen. Naja, da haben wir es doch. Okay. Ja, das ist jetzt nicht so gut. Ich mache mal kurz den hier. Das hier. Ein bisschen Schaden machen, wieder zurückziehen. Bis wir sie haben. Bis wir sie haben.
Feuerkraft bereit! Unterstützungsschiffer bereit! Unterstützungsschiffer bereit! Ich danke den Göttern der See, dass sie uns sicher zum Starten machen. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Bringt euch in Position! Sklavensperr. Ja, ihr wisst, was passiert, ne? Ja, die sind weg. Die gibt's nicht mehr. Ich schieße natürlich immer noch auf die, das ist so herrlich. Warte mal kurz, wir machen den hier. Kommt ihr dann soweit? Ja, wunderbar. Sie kann auch nicht aufs Wasser, die Armen. Können wir mal gucken, ob hier was steht. Ich habe hier nicht viel Sicht. Die stehen ganz gut zentral. Und da ich nicht viel sehe, kann ich auch nicht, nicht wahnsinnig viel schießen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass ich an Land gehe. Ist aber risky, ne? Wir ziehen uns nochmal zurück. Holen nochmal Munition und dann gehen wir nochmal in die Offensive. Ja, hallo, so schwierig ist es nicht wegzuschwimmen. Ehrlich. Sag mal, seid ihr bescheuert? Ihr seid bescheuert, oder? Ihr seid betrunken. Ihr habt den Wein von nebenan gekostet. Die haben alle getrunken.
Das, meine Damen und Herren, passiert, wenn man während der Arbeit trinkt. Geht gar nicht. Würde die bitte einfach alle fliehen? Der chillt einfach hier. Wo sind alle hin? Wer kennt's nicht? Haben wir den Sieg eingehoben? Ja, wir haben es nicht gewonnen im Prinzip, sondern ich ziehe mich einfach nur zurück, um wieder Munition aufzufüllen mit dem Bogenschützen. Warum, ich will das jetzt wissen, Niederlage zugeben. Ja, ja, so, zack. Gut, ist nichts untergegangen. Das dementsprechend, wenn wir das so machen. So, wir haben ein bisschen was getötet. 87 Leute haben wir getötet. Und dann gehen wir nachher nochmal ran. Let's go. Ist der eine Kumpel, den du an jedem Fest verlierst? Ja, genau, völlig richtig. Einfach der eine Dude. Der am Anfang der Party verschwindet. Den verlierst du am Anfang der Party und am Ende der Party findest du ihn wieder. Jetzt sind wir wieder da. Kolchis greift Midian. Ja, und jetzt gehen sie volle Kanne auf alles los. Sie stehen nämlich schon ready. Er ist der Einzige, der noch in meinem Reich ist, der sich nicht anschließen wollte. Der wird jetzt aufgesogen. Es ist wahrscheinlich so, dass ich noch nicht mal was machen muss. Sondern das alleine passieren würde. Das Schwert wurde gezogen und ist jetzt blutbefleckt. Nein, nein. Du unterwirfst dich mir. Das ist der Plan. Ich habe mich vor langer Zeit Total War Rome 2 geholt und ich weiß nicht so recht, auf was ich achten muss, wie das Spiel angeht. Was bereitet dir denn Probleme, Faker? Also Fake Joker? Faker, sorry. Ein edler Toast, wieder einer gestorben. Die Armeen bleiben natürlich in unseren Händen. Familie. Ein wichtiger Charakter. Zugekommen, wo haben wir ihn hier? Ja. Lokale Provinz. Wir adoptieren ihn natürlich. Ich zeig's ganz kurz. 1447 und wenn ich sie hinrichte, nur 482, ne? Wenn ich sie versklave, 965. Ich lasse sie natürlich frei, damit wir hier ein bisschen gechillter ist. So, auch hier machen wir wieder Unterhalt. Einfach um hier noch ein bisschen mehr Cash rauszukriegen, mache ich das eigentlich immer deswegen. Nur das Geld deswegen. Aber für alle Fälle. Ja. Ich muss hier ganz dringend wieder Würdenträger machen. Bis nach Tartaros reisen.
sind so low cash, ne? Ich dachte mir noch, ich habe was vergessen. Ich habe die vergessen zu moven. Bauen. Da rein. Komm, lass mich euch reden hören. Ich warne euch, Kriecherei und Nettigkeiten bekommen mir nicht gut. Ja, errichtet eine Blockade! Wir greifen mal an, wir führen das Gefecht. Der Grund ist, ich will die eigentlich unterwerfen. Ich will hier oberhalb von Griechenland so ein paar Fraktionen kriegen, die dann nach oben pushen können, wenn die Zeit reif ist. Wir greifen gemeinsam an. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Ich glaube, ich habe eine Idee. Alles illyrische Schwerkämpfer, die sind eigentlich nicht so stark. Dass ich in den Burgen bauen muss, um viele Einheiten zu bauen, und wie viele ich in einer Armee brauche und welche Einheiten am wertvollsten sind zusammen. Den Römern. Ja, für den Anfang Hastati natürlich. Mit den Römern bringen die am Anfang die Hastati sehr viel. Das ist der Kern der Armee. In der Regel, wenn du eine Armee baust, baust du folgendes. Du baust roundabout etwa 10 Infanterie, um eine Linie zu haben, etwa 5 Bogenschützen oder ja, das einen General und dann irgendwie 4 Kavallerie, und dann kannst du im Prinzip hinter der Infanterie hast du deine Bogenschützen und so. Moment. Und kannst mit der Dings immer flankieren. Also die ist einfach zum Flankieren da, die Kavallerie, die Infanterie, Infanterie auf Infanterie, und die Kavallerie flankiert dann, tötet seine Feinde, und so kommst du eigentlich relativ gut am Anfang schon mal klar. Ja. Ich gebe halt den Befehl, sie sollen nicht schießen. Sie schießen halt trotzdem noch. Anhalt!
Artillerie an zwei Einheiten hilft auch, genau. Und ja, am Anfang musst du halt gucken, dass du genug Nahrung hast. Dann, wenn du die Städte ein bisschen ausbaust, kriegst du auch immer ein bisschen mehr Geld. Du kannst gucken, dass du Symbiosen machst, also dass du gewisse Gebäude baust, die dir Boni auf Landwirtschaftsertrag geben. Oder auf Handel. Hafensiedlungen bringen natürlich immer viel Geld, weil du kannst da einen großen Hafen, Handelshafen reinbauen. Das hilft auch recht gut. Schön, dass er nicht dran darf hier. Hallo? Oh, Kacke. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Königliche Feldhast, Kampfgruppe bereit. Here we go. Das war die Idee, dass ich sie... Holy Buses! Ich habe nicht mit so vielen gerechnet. Ja, Jungs, jetzt müsst ihr aber ranklotzen hier, ne? Euren Arsch. Los. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Königliche Feldhasen! Nahkampf in Verfehlung bereit! Königliche Feldhasen! Königliche Feldhasen! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Hört auf, so sinnlos in den Rücken unserer eigenen Leute reinzuschießen, verdammte Axt nochmal. Kann doch nicht wahr sein. Jetzt ist es schon besser. Munin, du hilfst hier, du hilfst den lieben Joker ein bisschen, ne? Auf was er sich achten muss. So. Mir geht's nicht darum, euch zu vernichten. Ich will euch unterwerfen. Joker, ja, wenn du mit Rom spielst, musst du halt überlegen, wenn du schlechte Fernkämpfer hast, musst du halt mehr Kavallerie bauen, damit du die feindlichen Fernkämpfer töten kannst, bevor sie deine Infanterie niederschießen. Oder zumindest rechtzeitig genug, so. Nerox, dankeschön, Mann, für den Raid. Und dein liebes Hallöchen an alle, die rübergeschaltet haben. Ja, nee. Zufrieden. Ja, die hast du mich noch. Es bringt mir nichts, den Tag mit euch zu vergeuden. Eure Rede sollte mir lieber gefallen. Du weißt noch nicht, was das für eine Ehre ist, in meinem Reich zu sein.
Ja, nur vertrauenswürdig, ne, weil wir... Dass ihr diesen mächtigen Schatz nicht Stück für Stück mit gekochtem Lauch essen müsst. Ihr beleidigt Ehre. Euer Geld. Ich fürchte. Ja, das bessert sich.